Hallo. Im vorherigen Video haben wir uns Plexenrouting angesehen als zugrunde liegenden Mechanismus, um Nachbarschaftsbeziehung, Routing-Tabellen und das Forwarding von Knoten zu Knoten zu realisieren, um bei konstanter Tabellengröße einen logarithmischen Fortschritt zu erzielen. In diesem Video hier möchte ich mit Ihnen Pastry anschauen. Pastry ist ein DHT-System, das auf Plexenrouting aufsetzt und die ganzen Detaillücken füllt, die auszufüllen sind, um ein konkretes System zu bauen. Also eine leidlich verbreitete, leidlich bekannte DHT-Implementierung auf Plexenrouting aufsetzend. Im Wesentlichen ist es die Plexenrouting-Tabelle plus auch ein sogenanntes Leaf-Set, um mit unmittelbaren Nachbarknoten direkt kommunizieren zu können. Und wie gesagt, es kommen noch Mechanismen hinzu, die neue Hosts integrieren sollen, die mit Fehlern umgehen, Fehlertoleranz realisieren können und so weiter. Schauen wir uns ein paar Aspekte davon an. Zunächst mal die Integration eines neuen Knotens. Die Grundidee ist wieder genau die gleiche, die wir bei Cord auch schon gesehen haben. Sie nehmen an, Sie kennen irgendeinen Knoten, der schon in diesem Pastry-System teilnimmt. Sie würfeln sich eine GUID neu aus oder hashen die aufgrund Ihrer IP-Adresse, was auch immer, das spielt keine Rolle. Sie haben eine neue GUID für diesen neuen Knoten und Sie kontaktieren mit dieser GUID den Knoten, den Sie schon kennen, sagen wir Knoten A. Sie kennen IP-Adresse und so weiter. Ja, Sie schicken also an A eine Nachricht: Hallo, ich bin neu, ich möchte hier mitmachen und meine GUID ist das. Was macht A? A macht genau die gleiche Idee, die wir schon bei Cord gesehen hatten. A versucht zu dieser GUID zu routen, den Request also dahin forzuwarden und er wird bei einem Knoten Z landen, der für diese GUID eigentlich zuständig wäre. Wäre es eine normale Key, ein normaler Key-Value-Wert, dann wäre Z jetzt zuständig, das abzuspeichern. Hier ist es kein Key-Value, hier ist es ein neuer Knoten. Also werden wir jetzt X und Z miteinander bekannt machen, Hände schütteln lassen und das benutzen, um X jetzt an dieser Stelle in meine Plexen-Routing-Tabellen einzufügen. Will heißen, X und Z verweisen auf jeden Fall mal aufeinander und insbesondere auch A, Z und alle Knoten dazwischen, die wir bei dem Forwarding zu Z besucht haben, alle die haben ja auch mitbekommen, dass es einen neuen Knoten X gibt und können den schon mit ihren Routing-Tabellen versorgen. Also im einfachsten Fall, Sie kopieren alle Routing-Tabellen, alle Plexen-Tabellen aus allen Knoten, die Sie zwischendurch besucht haben, kopieren Sie zu X. Warum machen wir das? Naja, damit wir die Tabelle von X möglichst schnell auch auffüllen können. Jetzt kommt es noch zu einem interessanten Phänomen. Jetzt könnte es ja sein, zeichnen wir das kurz auf. Zeichnen wir kurz auf, was passieren kann, wenn wir einen neuen Knoten in Plexen integrieren. Dann kann doch Folgendes passieren. Dann könnte es ja sein, dass Sie sich jetzt hier wieder Ihre Routing-Tabelle angucken und irgendwo gibt es eine Zelle, für die Sie von, keine Ahnung, Knoten K zum ersten Mal einen Eintrag sehen. Dann haben Sie hier einen Eintrag mit einer GUID V, nehmen wir nicht V, das ist der Knoten, den wir gerade machen. Sagen wir dazu mit einem Ein. Och, was nehmen wir denn? Sagen wir U1 bis irgendwas UM dazu. Und während Sie weiter sich auf Z zubewegen mit der Anfrage, erhalten Sie von einem Knoten, keine Ahnung, Q, weitere Informationen zu der gleichen Stelle in dieser Tabelle. Also ein U1 irgendwas, UQ. Und so weiter. Im Sinne von, die ersten Stellen hier stimmen überein. Sie stimmen auch an dieser Stelle überein, sodass wir hier zweimal Einträge für diese Zelle in der Tabelle bekommen. Frage, welchen nehmen Sie? Hier könnte, ich weiß es nicht, von Knoten K könnte Ihnen etwas liefern, BAD57 irgendwas und Knoten Q könnte Ihnen liefern, BAD57
5, 3, 2. Und Sie haben jetzt hier, Sie sind bei Knoten, der neue Knoten ist BAD irgendetwas, BAD 3. Sodass Sie jetzt hier, es um diesen Eintrag geht. Ne? In diesen Stellen stimmen wir überein, an diesen Stellen stimmen diese beide überein, aber 3 ist unterschiedlich. Okay? Welchen dieser beiden Einträge wählen Sie aus? Was ist der für Sie nützlichere Eintrag? Eigentlich sieht es erstmal gleich aus. Ob jetzt hier im weiteren Verlauf die Information 7 oder 3 hier für Sie wichtiger sein wird, das können Sie zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Aber was Sie wissen können und was Sie hier herausfinden können, ist, dass ja da unten drunter wieder ein IP-Netz liegt. Und hier ist vielleicht Ihr neuer Knoten, sagen wir wieder N dazu, Ihr neuer Knoten N. Und Sie haben hier irgendwo, Sie haben nicht K selbst, das ist egal, wo K ist. Aber Sie haben diesen Knoten B, A, D, 5, 7 irgendetwas. Und Sie haben vielleicht ganz weit weg den B, A, D, 5, 3 irgendetwas. Sie haben diese beiden als mögliche Kandidaten, als Eintrag für dieses Tabellenfeld hier. Wozu würden Sie diesen Eintrag benutzen? Den würden Sie benutzen, um Anfragen weiterzuschicken. Nehmen Sie jetzt einen Knoten, der nahe bei Ihnen ist oder einen Knoten, der fern bei Ihnen ist. Nahe, fern im Sinne tatsächlichen IP-Routings. Im Sinne der Plexendistanz sind die gleich weit weg. Sie stimmen in gleich vielen Stellen überein. Sie haben im Overlay keine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Das heißt, Sie nehmen das Underlay als Tiebreaker. Sie nehmen das Internet, Sie nehmen Internetdistanz, wird zum Tiebreaker. Um zwischen solchen augenscheinlich aus Overlay-Sicht identischen Informationen, gleich guten Informationen zu unterscheiden. Okay, in Praxis können Sie noch weitere Informationen hinzunehmen. Sie könnten sich zum Beispiel anschauen, wie alt die Information ist, die Sie von Ihren Nachbarn, von Ihren Kollegen Q und K und Q bekommen. Wenn der eine vielleicht näher ist, aber schon lange nicht mehr auf Pings antwortet, ist es vielleicht auch keine gute Idee, den zu benutzen. Das ist das, was man mit Topological Embedding meint. Man versucht möglichst die Nachbarschaftsbeziehungen im Overlay so zu strukturieren, dass sie den tatsächlichen Distanzen im Underlay, in den Pingzeiten des Internets, in der Struktur da unten drunter, nicht völlig zuwiderläuft. Sodass Sie, wenn Sie zwischen zwei Nachbarn im Overlay hin und her Nachrichten senden, Sie nicht um die halbe Welt routen müssen. Sonst können Sie seltsame Effekte haben, dass zwei Knoten, dass Sie Knoten A, B, C haben, die im Overlay direkt benachbart sind, aber im Underlay ist B einmal auf der anderen Seite der Welt, während A und C in benachbarten Büros stehen. Das wäre so eine typische Überlegung, hatten wir schon mal am Anfang angedeutet. Hier ein typisches Beispiel, wie Sie Underlay-Informationen als Tiebreaker benutzen können, um besseres topologische Einbettung Ihres Overlays in das Underlay zu bekommen. Okay. Was heißt das jetzt praktisch, insbesondere, woher wissen wir eigentlich A? Das sagt sich so leicht. Der neue Knoten X kontaktiert einen Knoten A. Woher kennt er den? Wie bootstrappen wir das Ganze? Wie machen wir eigentlich diesen Anfang dieses Integrationsprozesses? Woher weiß ich eigentlich, wo ein existierender Pasty-Knoten existiert? Das ist überhaupt nicht offensichtlich. Und das ist auch ein schwieriges Problem an der Stelle. Sie haben gar nicht so furchtbar viele plausible Optionen. Sie könnten zum Beispiel sagen, naja, Sie tragen das eine IP-Adresse als Konfiguration ein. Oder es muss der Benutzer eintippen beim Installieren. Das kann man alles machen, aber damit schieben Sie das Problem nur weg. Ne? Woher soll der Benutzer das wissen? Naja, der Benutzer guckt auf irgendeine Webseite. Auf was für eine Webseite? Auf eine well-known Webpage, wo irgendwas draufsteht? Woher sollen Sie das wieder wissen? Wollen Sie Broadcasting machen? Ernst gemeinter Vorschlag, Broadcasting im Internet? Natürlich, klar doch. Oder machen Sie vielleicht eine reduzierte Version von Broadcast? Sie können Multicast machen mit beschränktem Hopcount, ein Time-to-Live-Feld, das bei jedem Weiterreichen dekrementiert wird und das Paket vernichtet wird, wenn das null ist.
Dann können Sie sagen, naja, Sie machen erstmal einen Broadcast mit Radius 1 und gucken, ob Sie da einen Pace-Streak-Knoten finden. Und wenn Sie das nicht finden, machen Sie einen Broadcast mit Radius 2 oder mit 3 oder mit 4, bis Sie dann tatsächlich mal einen Knoten gefunden haben, der sagt, jawohl, ich bin ein Pace-Streak-Knoten. Ja, das Dumme ist, das funktioniert nicht, weil jeder IP-Router Ihnen solche Pakete von vornherein wegwerfen wird. Broadcast oder unbeschränkter Multicast im Internet wird in der Regel aus Sicherheitsgründen, Denial-of-Service-Attacken-Problem, sowieso verworfen. Also das nützt Ihnen auch nichts. Ja, jetzt stehen Sie eigentlich dumm da. Ne? Jetzt stehen Sie dumm da und haben eigentlich keine vernünftige Methode, das Bootstrapping zu machen, ohne doch hier an dieser Stelle ein gewisses Handwaving betreiben zu müssen. Und irgendwie fallen Sie dann doch auf irgendwelche mehr oder minder händischen Konfigurationen hier zurück. Sei es, dass Sie jetzt eine Webseite pflegen, auf der alle Pastry-Ringe eingetragen sind. Sei es, dass Sie das für Ihre Anwendung tatsächlich wissen, weil es ohnehin in-house ist. Aber das ist, wo der ganze Glanz dann doch etwas schäbig wird, wenn man das eigentlich doch nicht so von alleine selbst organisierend realisieren kann. Wenn Sie mal einen Einstiegspunkt haben, ist das alles schön und gut, aber bis dahin ist es nicht offensichtlich, wie Sie das tun sollten. So, was gibt es sonst noch so zu betonen? Ja, diese Nachbarschaftsbeziehung, das hatten wir uns gerade schon überlegt, ne? Closeness, Nachbarschaftsbeziehung im Overlay ist nicht das gleiche, was im darunterliegenden Internet passiert. Und das versucht man über diese Idee des Topological Embeddings, das hatte ich Ihnen gerade schon erklärt, als topologische Einbettung, die möglichst nahe, verzerrungsfreie Abbildung von Overlay-Knoten auf Knoten des darunterliegenden Netzes, des darunterliegenden Underlays abzubilden, sodass Sie, wenn Sie es ganz formal haben wollen, sodass Sie kleine Pfaddilatation haben wollen, dass ein Link im Overlay auf wenige Hopser, kurze Pfade im darunterliegenden Internet abgebildet wird. Ja, eine Idee hatte ich Ihnen beschrieben. Sie versuchen das schon bei den Tabellenkonstruktionen zu machen. Es gibt hier noch eine weitere Idee, was Sie machen können. Wenn Sie einen neuen Knoten einbauen wollen, dann haben Sie ja Wahlfreiheit gehabt für die GUID, die Sie für den wählen. Das konnten Sie zufällig wählen. Wie wäre es, wenn Sie das mehrfach tun? Wie wäre es, wenn Sie sich selbst als Knoten testweise mehrfach versuchen einzubetten oder einzutragen, beizutreten? Und dann können Sie sich zum Beispiel angucken, dass Sie von den verschiedenen GUIDs aus Pings schicken zu den sich dann einstellenden Nachbarschaftstabellen und Nachbarn. Und da, wo Sie schöne Pingzeiten sehen, also schöne Roundtrip-Zeiten zu Ihren Nachbarn, da bleiben Sie und die anderen GUIDs nehmen Sie wieder raus. Die lassen Sie wieder fallen und hoffen, dass Sie damit dann schön in dieses gesamte System einstrukturiert sind. Das kann man machen, aber Sie ahnen, dass der Overhead dafür nicht klein ist. Wir fügen den Knoten künstlich ein, wir fügen K-Knoten künstlich ein, nur um K-1 Knoten gleich wieder rauszuwerfen. Vielleicht auch nicht die beste Idee. Von daher, vieles kann man tun, weniges wird man in Praxis wirklich machen. Insbesondere, was machen wir mit dem Rauswerfen? Naja, wenn Sie das ankündigen können, also ein Fail-Silent-Modell mit Ankündigung haben, dann geht das. Ne? Dann sagen Sie Ihrem Kollegen mit einer kleineren ID, dass Sie jetzt die Werte übergeben. Sie müssen die Key-Value-Paare ja wieder loswerden, damit uns keine Werte verloren gehen. Wenn Sie zufällig ausfallen können, naja, dann brauchen Sie das Gleiche, was wir uns bei Cord schon überlegt hatten. Sie brauchen im Vorfeld schon Redundanz. Sie müssen die Key-Value-Paare auf mehrere Nachbarn eintragen. Das ist jetzt bei Pastry tatsächlich nicht so super anschaulich. Dass es im Cord-Ring ist das viel anschaulicher, wenn Sie noch den nächsten und den übernächsten Knoten noch überlappend die Intervalle mit dazu nehmen. Dann sieht man sofort, was passiert. Aber letztlich ist es die gleiche Grundidee hier. Ja, und Sie merken, ne, hier werden wir anfangen, ganz viele Einträge hin und her zu kopieren. Insbesondere, wenn Sie diese doch sehr tapfere Version von topologischer Einbettung aus der vorherigen Folie machen würden, wo man keine Key-Value-Paare gleich kopieren würde, um Gottes Willen. In jedem Fall, wir kopieren eine ganze Menge an Key-Value-Paaren da im Zweifel hin und her. Und das ist, wenn Sie hohen Churn haben, wenn Knoten oft beitreten und verlassen, das ist der sogenannte Churn,
Wenn der hoch ist, dann haben Sie ein Problem. Dann fangen solche Systeme, sei es Cort oder Pasty oder viele andere auch, dann fangen die hauptsächlich an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihre Strukturen aufrechtzuerhalten, sodass sie typischerweise versuchen werden, zumindest einen Großteil ihrer Knoten stabil zu halten. Das wird besonders dann ein Problem, wenn Sie ein solches System benutzen wollen, um viele, viele Privatanwender dazu zu bringen, Betriebssystem-Images oder ähnlich große Multimedia-Dateien miteinander auszutauschen über ein solches System, dann ist das ein hohes, großes Problem, da ganz oft Knoten beitreten und rausfallen. Okay, die Idee des Consistent Hashings bietet sich natürlich auch in DHTs an. Das ist naheliegend. Wir machen genau das Gleiche, was wir bei Memcached gemacht haben. Sie machen wieder mehrere virtuelle IDs, unter denen Sie beitreten. Und das senkt Ihnen auch dieses Problem des topologischen Einbettens. Wenn jetzt ein paar Ihrer virtuellen IDs nicht so toll eingebettet sind, sei es drum, dann ist das vielleicht so. Aber auch hier gleiche Idee. So, hier ist zum Schluss noch, zum Ende dieser Diskussion zu Pasty, noch drei Folien zum Vergleich zwischen IP-Routing und Overlay-Routing. Das lohnt sich gar nicht, jetzt hier im Detail drüber zu gehen. Es ist auch sehr, sehr DHT-Peer-to-Peer-freundlich aufgeschrieben. Wenn Sie das lesen, behalten Sie das im Hinterkopf und denken Sie sich Ihre Kritik dazu bitte selber aus. Das ist nicht unbedingt so eins zu eins zu übernehmen. Gut, damit hätten wir noch Pasty besprochen als ein auf Plexen aufsetzendes DHT-System. Damit sind wir auch schon fast mit diesem Kapitel durch. Wir machen noch ein kleines Video jetzt danach, wollen noch ein paar andere Beispiele und noch so den Schritt vom reinen DHT zum eigentlichen Peer-to-Peer-System angucken. Es ist sehr verwandt in der Begrifflichkeit, aber das klären wir dann noch im folgenden Video. Ich danke erstmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.